Nachdem die Carcharodontosauriden und Spinosauriden in der späten Kreidezeit ihre Macht über die Nischen der Spitzenprädatoren verloren hatten, übernahmen neue Gruppen die Führung. Gruppen, die zuvor nur an zweiter oder dritter Stelle in ihrer jeweiligen Nahrungskette des Ökosystems standen. Es gab drei Gruppen, die Tyrannosaurier, die Megaraptoren und die vielleicht seltsamste unter ihnen, die Abelisaurier. Während die meisten Leute an Carnotaurus denken, wenn sie über den größten offiziell beschriebenen Abelisaurier sprechen, ist der größte der Gruppe eigentlich weit weniger populär. Oder wie ein Typ auf dem englischen Kanal im Community-Tab kommentierte: Jeder Carnotaurus fühlt sich wie ein Gangster, bis Pycnomenosaurus auftaucht. Südamerika in der späten Kreidezeit, die Wälder von Brasilien. Dieses Land wird von einem riesigen Raubtier mit ganz besonderem Gesicht heimgesucht, denn in diesen Wäldern lebte der Pycnomenosaurus, der größte offiziell beschriebene Dinosaurier der gesamten Abelisauridae-Klade und damit auch der größte Ceratosaurier. Abelisaurier sind für ihre dicken, kurzen Schädel und winzigen Arme bekannt. Das brachte ihnen auch im Englischen den Spitznamen Speed Sausages oder schnelle Würstchen ein, denn sie waren schnell und hatten einen wurstähnlichen Körperbau. Den Wurstteil brauche ich nicht zu erklären, aber was ist mit der Geschwindigkeit? Carnotaurus erreichte 56 Stundenkilometer und war wahrscheinlich der schnellste große Theropode aller Zeiten. Pycnomenosaurus war jedoch viel größer, mit einer geschätzten Länge von bis zu 9 Meter und einem Gewicht von sage und schreibe 3,6 metrischen Tonnen, was nicht nur Carnotaurus klein aussehen lässt, sondern auch alle anderen Abelisaurier und Ceratosaurier, sogar den Saltriovenator. Bei dieser Größe wäre er sicherlich nicht so schnell wie Carnotaurus gewesen, aber wir können immer noch über eine Geschwindigkeit von 30 Stundenkilometer oder mehr spekulieren. Die Größe, die Geschwindigkeit und der typische Abelisaurier-Schädel würden ihn zu einem großartigen Raubtier für Hinterhaltjagden machen, was auch zu seinem Namen passt, denn Pycnomenosaurus bedeutet die Echse aus dem dichten Wald. Pycnomenosaurus nevesi wurde von Kellner und Campos im Jahr 2002 beschrieben. Er wird zu den Furiloisauriern gezählt, einer Gruppe innerhalb der Brachiostra, die wiederum eine Gruppe innerhalb der Abelisauridae ist. Pycnomenosaurus wurde bisher noch nicht in Paläodokus oder Filmen gezeigt, was etwas schade ist, sich aber leicht durch seine mangelnde Popularität erklären lässt. Pycnomenosaurus' markante Merkmale neben seiner Größe sind sein kurzer, aber tiefer und robuster Schädel und seine stark reduzierten Arme. Er benutzte seine kleinen, aber scharfen Zähne und seinen Kopf, um sich wehrende Beutetiere zu packen, während er sie schüttelte und zerriss. Aus diesem Grund könnte er sogar Titanosaurier gejagt haben, indem er Fleisch weidete. Eine Strategie, bei der er einfach ein Stück Fleisch aus seiner Beute reißt, ohne unbedingt das Tier töten zu müssen. Aber abgesehen davon, seine gigantische Größe und den typischen Abelisaurier-Merkmalen wissen wir nicht wirklich viel, da seine Überreste sehr fragmentarisch sind, vielleicht hatte er sogar ein Horn oder einige andere Gesichtsmerkmale. Aber was würden Abelisaurier überhaupt mit ihren Hörnern machen? Marshmallows rösten? Über die Fauna wissen wir allerdings einiges. Denn die Adamantina-Formation beherbergt die brasilianische Fauna der späten Kreidezeit von 87 Millionen Jahren bis 68 Millionen Jahren. Diese Formation enthält eine ganze Reihe von Krokodilomorphen, darunter den Notosuchia adamantina suchus, einige Baurosuchiden, Trematochampsiden, Sphagesauriden, Pyrosauriden und Itasuchiden. Außerdem enthält die Formation die Blindschlange Boipeba und den Frosch Bauruba trachtus. Zu den Dinosauriern gehören die titanosaurischen Sauropoden Adamantisaurus, Arruda-Titan, Antarctosaurus, Gondwana-Titan, Maxacalisaurus, ein unbestimmter Raptor der Unenlaginae-Familie, sowohl als auch ein unbestimmter Abelisaurier. Da Pycnomenosaurus jedoch einer der größten Theropoden im Maastrichtium war und sich in die Reihe von Theropoden mit 3 metrischen Tonnen oder mehr Gewicht wie Tyrannosaurus, Maip,
Deinochirus, Tericinosaurus, Tabosaurus und so weiter einreihte, wäre er der Top-Prädator gewesen, wenn wir ihn in die Adamantina-Formation gestellt hätten. Aber leider für Pycnomenosaurus lebte er im letzten Zeitalter der Kreide, des Maastrichtium vor 72 Millionen Jahren. Daher ist es gut möglich, dass der Top-Räuber des dichten Waldes auch direkt durch den Chicxulub-Einschlag vor 66 Millionen Jahren ausgelöscht wurde. So oder so, die KT-Grenze war das Ende für alle Nichtvogeldinosaurier, einschließlich dieses riesigen Abelisauriers, und beendete die Herrschaft dieser brillanten und eigentümlichen räuberischen Flitzer. Das war's mit diesem Video. Natürlich gerne auch ein Like da lassen, wenn du mehr solcher Videos sehen willst. Du kannst diesen Kanal auch abonnieren, um mehr über Dinosaurier und Urzeit zu erfahren und um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Der Instagram-Account für Fitnessmotivation und Inspiration ist meine persönliche Empfehlung für euch. Weiters gibt es auch noch einen Twitter-Account. Und damit wünsche ich euch einen schönen Tag oder Abend.